Und heute geht hier die 5. gemeinsame Kulturbörse der Kreise Herford und Minden-Lübbecke an den Start. Also eine Veranstaltung wie die heutige lebt natürlich davon, dass sich die Menschen vernetzen, alle Stakeholder, alle Akteure von Kulturschaffenden bis hin zu denjenigen, die Rezipienten sind. Kultur ist ja sozusagen die Hefe im Teig. Ja, also wir sind der Motor, sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, der Gesellschaft. Wir kümmern uns um die Themen, die wir hoffentlich frühzeitig erkennen. Und wir müssen halt einfach ein zeitgemäßes, angemessenes Angebot finden, um das abbilden zu können. Da müssen wir die Verantwortung tragen, Raum und Gelegenheit schaffen, dass Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene mit Kultur zusammenkommen. Ich komme aus Hille, aus dem einzigartig und brennend interessanten Kornbrennereimuseum. Wir sind ein Besuchermuseum und können zeigen, wie aus dem festen Getreidekorn Alkohol hergestellt wird. Wir sind hier auf der Kulturbörse vertreten mit 3 Mitarbeitern. Wir möchten uns hier einfach ein bisschen vorstellen, was wir so machen, wie unser Arbeitsalltag aussieht. Wir sind Profischauspieler und haben es gegründet vor 7 Jahren. Und seitdem arbeiten wir Open Air oder wir haben eigene Räumlichkeiten. Wir bauen gerade neu um. Es ist so schwül, so dampfig. Oh, und es ist doch eben so warm, nicht draußen. Dann wälzt dich mal so ein bisschen rum. Ich hol mir mal Knieschützer. Ja, das ist symptomatisch. Kommt doch eben nicht! Na, das war doch mal ein natürlicher Tod. Ich stehe hier am Stand der Marienkirchengemeinde, biete unser Programm an für das nächste halbe Jahr und informieren einfach, dass wir auch zum Kulturbereich, vor allem des Stiftberges, gehören, damit zum Kreis Herford, damit zur Stadt Herford und zur ganzen Region. Unsere Aufgabe ist es, im Kreis Minden-Lübbecke, in diesem Falle sogar darüber hinaus, weil wir im Moment eine Ausstellung im Herforder Kreishaus haben, Ausstellungen zu organisieren und Künstlerinnen und Künstler zu fördern. Und am besten so gerade, damit die Farbe nach unten tropfen kann. Und dann wartest du auch etwas, dann wächst der Kreis, siehst du? Jetzt wird es rund. Jetzt nehme ich blau, du. Ja, also das FLA ist ein soziales Zentrum, was es schon seit 1970 in Herford gibt, an vielen verschiedenen Standorten. Und viele Menschen in Herford haben auf jeden Fall eine Verbindung zum FLA, haben Teil ihres Lebens im FLA verbracht. Ja, hier ist ja der lippische Picker drin. Wir haben alle 3 verschiedenen Sorten. Dann haben wir den Lappenpickert und den Kastenpickert. Den Kastenpickert. Das ist mein Favorite. Thank you.
Heimat gar nicht so negativ besetzt. Ich finde Heimat cool und ich finde, ja, alle sollten Heimat cool finden, weil sie uns irgendwie ein warmes Gefühl im Bauch geben kann. Ich versuche ein kleines bisschen Graffiti und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und das zeige ich dann den Kindern, die, die hier hinkommen. Die kriegen einen Turnbeutel. So, weiter, stopp. Ist doch nicht meine Hand. Schön. Also, genau aus diesem Grund habe ich einen Schwan. Anzeigen wie diese haben wir noch ewig Zeit. Wünsche ich mir unendlich gern. Ich habe noch mehr einen Manga gezeichnet, das klappt gut, finde ich. Und was genau veranstalten Sie hier? Was bieten Sie denn? Ein Manga-Workshop zum Thema Gesichter zeichnen. Geht aber noch ein bisschen lauter, oder? Streckt euch ab! Ja! Yes!